Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim Anniversary Edition Roleplay. Ja, wir sind hier in Falkenring angekommen, im Todmannstrunk. Und ja, im letzten Part habt ihr unfreiwillig 4K gesehen. Aber ja, die Videos waren ja Full HD 60 FPS und jetzt habe ich wieder Full HD. Da hat Nvidia irgendwelche Einstellungen automatisch umgestellt und wollte ich nicht, weil OBS hat dann immer wieder Probleme und führt dann in Games zu Lags. Keine Ahnung, wie man das aufheben kann, aber ja, es hat zwischendurch einfach ein Standbild gegeben und ich wusste nicht wieso. Als ich danach schaute, okay, ja, 4K, höchste Skalierung, alles Mögliche, klar, leckt das dann mit OBS. Ja. Ohne OBS habe ich immer flüssig. Okay, die wollen gar nichts reden. Okay, da sieht das wie Sven. Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich keine Probleme mit Fremden. Als Sturmmantel habe ich viele davon kennengelernt. Gar nicht aufgefallen, das war ja der Händler. Darf ich euch um etwas bitten? Ich möchte das Gewiss? Lied gerne. Was kann ich für euch tun? Wenn ihr etwas in einem Laden stehlt, werdet ihr es. Könntet ihr eine Pause machen? Okay. Dann stört er nicht. Okay, das geht mittlerweile auch mit einem der Content Updates. Also machen wir das. Was kann ich für euch tun? Okay, danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Bin ab. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Bei Schorsgebeinen, ein hübsches Monster auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon vergangen. Okay. Sturmmäntel ade und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang, und kommt unser Endführt nach Sovngarde der Gang. Naja. Über Krieg. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. So, Kumpane. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Habe ich das eigentlich schon? Der Friedhof ist uralt, sogar älter als die Stadt. Ich bin kein Gelehrter, aber ich weiß, dass hier im Laufe der Geschichte viele Kämpfe ausgetragen wurden. Nach jeder Schlacht wurden weitere Tote begraben und der Friedhof wuchs. Mittlerweile soll er der größte in ganz Himmelsrand sein. Okay. Ich verstehe einfach nicht, wer so etwas tut. Wahrscheinlich beim Friedhof haben wir gerade geredet. So, Delagurt. Braucht ihr etwas? Ein Lied im Herzen, um den Trübsinn fernzuhalten. Ist der Barde scheinbar gewesen. Okay. Jo, dann gibt's hier nichts mehr zu sehen. Jetzt gehen wir mal zum Jarl. So. Cooles Schild. Ist mir gerade auch nicht so aufgefallen, dass es ein Schild ist, aber. So eine Klinge in der Mitte. Oh, eine Ram-Attacke machen. Interesting. Na, Spiel? Okay, sehr gut. Okay. Über hier Holz. Na, alles klar. Sieht so düster aus gerade. Was braucht ihr? Okay, nicht, dass wir angegriffen werden oder so. Ja, was denkt ihr, wenn Drachen kommen würden jetzt? Oh. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen stärker werden, scheinbar. Gut, also der Schmied ist leider drinnen. Könnten schon reingehen. Gibt's keine Sachen wie ein Flusswald. Okay.
Zur Alchemistin würde ich noch gehen. Das ist dieses Haus. Gut, hat sie immer einen Alchemisten scheinbar. Gruftiges Gebräu. Die Krieger von Falkenring kehren immer zurück. So oder so. Okay. Wenn diese Nord- oder das Kaiservolk auch nur einen Hauch Rückgrat hätten, wäre dieser Krieg schon vorbei. Es gibt nicht viele Rotwardonen in Himmelsrand. Was hat euch hergebracht? Naja, meine Familie in Hammerfell hatte was gegen mein Interesse an tödlichen Giften und dem Tod im Allgemeinen. Also zog ich gen Norden. In dieser Stadt mit ihrem riesigen Friedhof fühlte ich mich wie zu Hause. Ich habe das Geschäft eröffnet und nie zurückgeschaut. Ich gehöre einfach hierher. Okay. Aber ist Himmelsrand nicht östlich? Okay. Warum nennt ihr euren Laden gruftiges Gebräu? Klingt ein bisschen seltsam, ich weiß. Nicht wirklich ein Name, der den Kranken Trost spendet, die Umschläge oder Salben kaufen wollen. Aber ihr müsst verstehen, dass Falkenring eine Stadt ist, die wohl oder übel von dem großen, uralten Friedhof dominiert wird. Deshalb heißt das Gasthaus Todmannstrunk, der Bauernhof Totenlichthof und so weiter. Eine Art Dauerwitz bei uns hier. Okay, darf ich handeln? Scheinbar jemand nicht Neues? Mehr. Vielleicht jemand, dem ich etwas mischen soll? Okay, wir finden einfach kurz den Alchemie-Table. Beschwörung verstärken. Machen wir doch mal kurz. Feuerresistenz ist vielleicht noch wichtig. Wiederherstellen. Okay, Weizen haben wir nur einen. So, Level 29. AG-Resistenz ist ja auch wichtig. So. Dauerhafte Magikerschaden können wir verkaufen. Und sonst haben wir leider nichts mehr. Okay, aber gut. Haben wir wieder ein bisschen gelevelt. Jetzt, ja. Okay, sie. Hallo, Käfer. Schläft die leider, von aber. Falkenring kehren immer aber wir können nicht handeln, solange sie nicht am Tresen ist, also. Wir müssen leider kurz wahrscheinlich schlafen. Ah, hier ist noch die Kaserne, okay. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Gut, lieber schlafen, bevor wir noch. Ja. Irgendwas passiert jetzt diese Nacht. Will ich schon wieder angegriffen werden. Ich bleibe unter uns und führe. Okay. Ich glaube, ich habe bei Schorsgebeinen. Es ist mir einfach so komisch zumute. Natürlich. Aber wir sollten nicht in der Nacht den Falkenring sein. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich zeige euch euer Zimmer. Diesen Toten beschwören und Vampiren. Ja, hat ja schon wieder ein Vampir uns angegriffen. Okay. Danke. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Okay, wir brauchen etwas. Oh, Diebesrucksack. Ja. Danke sehr. Ah, ist leer. Okay. Gut, ein bisschen lernen, wisst ihr? Auch mit illegalen Sachen kann man etwas lernen. Danke, aber darf ich schlafen? Okay. Ja, viel Spaß beim Teleportieren. Geheimnisvoller Altar. Begonnen ein letzter Wunsch. Ich war vor 2 Tagen aus Markaret abgereist, als die Ataxie zuschlug. Ich dachte, ich könnte mich von den Schmerzen ablenken, indem ich auf ein Stück Stoff beiße, aber am Ende trugen meine Gelenke das Gewicht nicht mehr. Ich hielt bei den Ruinen am Straßenrand an
um mich nach einem Rastplatz umzusehen. Dort, im Gestrüpp eines Herbstnebels, stieß ich auf einen seltsamen Altar, der fest im Boden verwurzelt war. Neben ihm stand eine alte Frau, die ich für seine Hüterin hielt. Die alte Frau bemerkte meine Unruhe und winkte mich zu sich heran. Wortlos hob sie eine Hand und wies direkt zum Altar. Sie bat mich, eine Wahl zu treffen. Auf meinen Reisen bin ich schon durch Lager der Hexenraben gekommen und habe so einige dubiose Dinge erlebt, aber noch nie so etwas. In knorrigen Händen standen drei leere Schalen und ein Becher, um sie zu befüllen. Schließlich sprach die alte Frau, und das mit einem Akzent, den ich nicht einordnen konnte. »Die erste Schale«, sagte sie, »wird euch Macht verleihen. Die zweite wird euch Reichtum bescheren. Die dritte jedoch, sie wird euch gar nichts gewähren. Rückblickend kann ich nicht sagen, ob nicht alles nur eine Halluzination war, die ich mir im Fieberwahn zusammengeträumt habe. Vielleicht war der Altar nur ein stehender Stein, ein Tribut für einen lang vergessenen Gott. Dennoch fühlte ich mich genötigt, die Frau zu fragen, wie und wo ich meinen Segen finden würde. Sie sagte, er würde zu mir kommen. Leider hat mich die Ataxie zur Schlaflosigkeit verdammt. Schlimmer noch, die Krankheit ist so weit vorgeschritten, dass ich fürchte, das Ergebnis meiner Wahl nicht mehr zu erleben. Eine Schande, da ich mich selbst jetzt noch frage, ob ich die richtige Wahl getroffen habe. Brunig Windschreiter. Okay. Wo ist das? Müssen wir nachher kurz auf die Map schauen. Was machen wir am besten draußen? Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Also, dann haben wir noch nicht geschlafen, stimmt. Wir müssen ja noch schlafen. Brief lesen. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Drüben ist aber auch noch ein Buch, aber das haben wir, glaube ich, auch schon angeschaut. So, dann müssen wir 10 Stunden schlafen. Und ja, wir machen 9 Stunden, wir brechen es dann ab. Dann stehe ich auch so ungefähr um die Zeit Uhr auf. Okay, da stand irgendwas mit Gift. Keine Ahnung, was das war. Ah, ja, nachher im Video. Ja, ich will mal kurz schauen, ob ich irgendwelche Effekte habe. Nein. Gut ausgeruht. Ah, okay. Sehr gut. Ja, können wir ein bisschen besser lernen. Okay, in diesem Dorf bin ich ein bisschen vorsichtiger. Versucht nicht so hart über Falkenring zu urteilen, Fremdling. Da ist der Schmied. So, hallo Schmied. Sehr schöne Gastfreundschaft. Lode. Stahl ist gut, Loyalität ist besser. Ich bin zuallererst den Geier und dann dem Kaiserreich gegenüber loyal. Okay, was habt ihr zu verkaufen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Okay, Waffen. Eisenpfeil, Orgpfeil, Spitzhacke. Ja. Des Schlägers, okay. Ich weiß jetzt nicht genau. Okay, der großen Alchemie tönt gut. Das 1000 wäre jetzt ein bisschen zu teuer. Sonst würde ich das gerne kaufen. Zwergische Metallbahn. Sehr interessant. 9 Stück.
besucht. Okay. Nur die Mutigen sind in diesen Tagen auf der Straße unterwegs. Ja, Loyalität scheint euch ja sehr wichtig zu sein. Ich war viele Jahre den Geiers Leibwächter. Mehr als einmal habe ich meine Haut riskiert, um ihn zu beschützen. Warum sollte ich sowas wohl tun? Des Geldes wegen? Weil ich einen Eid geschworen hatte? Nein. Weil er ein guter Mann und ein wahrer Freund war. Ein echter Nord stellt Loyalität und Ehre über alles andere. Okay. Ja, Falkenring wirkt ruhig. Nur innerhalb der Mauern. Falkenring besteht größtenteils aus Wildnis. Und wer Ärger sucht, wird ihn schnell finden. Okay. Jo. Denk daran. Ich habe einfach ein bisschen ein mulmiges Gefühl nach den komischen Ereignissen und doofen Spinnen, die im Weg sind. Hallo. Lasst mich mal durch. So, das Langhaus des Jahres. Sehr gut. Okay, da ist der Jarl. Ziemlich groß hier drin. Ja, was wollt ihr? Ah, okay, guten Tag. Hulund spricht viel vom Krieg und den Sturmmänteln, aber er weiß Bescheid. Seid ihr der Jarl? Ich suche nach Arbeit. Arbeit? Ich verlange einen Tribut, bevor ihr für echte Aufgaben in Frage kommt. Wie wäre es mit einem Getränk? Und nichts von diesem Mist hier. Echten Schwarzdornmet, frisch aus Rifton. Ich werde es euch bringen. Das solltet ihr auch besser tun. Ich hasse es, wenn man meine Zeit vergeudet. Ja, ich wusste es, so ein edler Schnaps, ein Met natürlich, der brauchen wir irgendwann mal. Hier ist euer Schwarzdornmet. Aber ich wollte es eigentlich den Bettlern geben, oder den Saufkumpanen. Genau das will ich sehen. Leute, die ihre Aufgaben erledigen. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Okay, danke schön. Oh ja. Habt ihr noch mehr Arbeit? Ihr habt euch als verlässlich erwiesen. Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit der ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut. Aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Kümmert euch darum. Soll es geschehen. Gut. Wie seid ihr so jung Jarl geworden? Mein Onkel Dengeier war bis vor kurzem Jarl. Aber da sein Alter und seine Gesundheit ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ist er abgetreten. Er dient uns nun als ehrenhafter Tane. Und zum Glück bin ich nun der Jarl. Erschwert euch eure Unerfahrenheit die Arbeit? Überhaupt nicht. Ich bin ein Jarl. Ich esse die leckersten Speisen, trinke das edelste Met und jage mit den besten Hunden. Oh, mein äußerst fähiger Vogt kümmert sich um die Belange der kleinen Leute und sorgt dafür, dass alles rund läuft. Es ist so einfach, ein Jarl zu sein. Ihr solltet es mal versuchen. Also ich gehe mal zum Vogt, das ist ja der Jarl. Tötet alle Banditen. Lasst keinen übrig. Guten Tag. Der Friedhof von Falkenring erinnert uns daran, dass der Krieg hier kein Unbekannter ist. Das ist genau der Ding, dass ich einfach immer Mord machen will, der ein bisschen den Leuten mehr zu reden gibt. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene unter Jarl Sittgeier. Davor habe ich unter Jarl Dengeier gedient. Okay. Sittgeier handelt manchmal etwas vorschnell. Er hört aber auf Helwart und mich. Wie lange seid ihr schon Vogt? Dengeier hat mich zum Vogt ernannt, vor langer Zeit, als er noch jung war. Als Dengeiers Gesundheit sich verschlechterte, wurde der junge Sittgeier an seiner Stadt zum Jarl ernannt. Es war einfacher, mich als Vogt zu behalten. Es interessiert Sittgeier nicht, dieses Fürstentum zu regieren, also überlässt er die damit verbundenen Aufgaben mir. Ich selbst tue mein Bestes, damit die Leute gerecht behandelt werden. Okay, warum ist euer Friedhof so groß? Über die Jahrhunderte wurden hier viele Schlachten geschlagen. Gräber wurden ausgehoben und Denkmäler errichtet. Um sie herum ist dann die Stadt gewachsen. Mit der Zeit wurde Falkenring dann als Friedhof der Helden bekannt.
Viele edle Jarl und berühmte Krieger wünschten sich, hier begraben zu werden. Der gute Ruf von Falkenring ist zwar etwas verblasst, die Gräber sind aber noch hier und erinnern uns an die eine unausweichliche Wahrheit des Lebens. Okay, und mir macht's ein bisschen Angst. Aber ein schönes Wappen, cool. Ja, guten Tag, lieber Soldat. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Ja, müssten wir so langsam mal hin. Bleibt auf der Hut. Wie zieht man der kaiserlichen Armee bei? Ihr glaubt also, ihr habt das Zeug dazu, was? Ehrlich gesagt kann die Armee jeden fähigen Kämpfer gebrauchen. Wir haben alle Hände voll zu tun. Ein toter König, eine Rebellion und jetzt Drachen? Hier geht es wirklich wild zu. Ja. Wenn ihr es ernst meint, solltet ihr nach Einsamkeit reisen. Unser Hauptquartier befindet sich in Schloss Elend. Dort findet ihr General Tullius, den Oberbefehlshaber der Truppen in Himmelsrand. Aber sprecht mit Legat Ricke. Sie ist für die Rekrutierung vor Ort zuständig. Okay, was denkt ihr über diesen Krieg? Ihr meint Ulfriks sogenannte Sturmmantel-Rebellion? Die Könige der Nord, die Jarl, haben ihre Leute nicht unter Kontrolle. Also ist die Armee eingeschritten, um für Ordnung zu sorgen. Leider sind die Truppen des Kaiserreichs derzeit ein wenig dünn gesät und wir erhalten kaum Verstärkung. Daher müssen wir vor Ort rekrutieren. Aber keine Angst, Bürger. Wir werden diesem Aufstand ein Ende setzen. Dann wird bald wieder alles so sein wie gewohnt. Okay, was macht die kaiserliche Armee in Himmelsrand? Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Die Armee war schon immer in Himmelsrand. Wir haben Garnisonen in allen Provinzen des Kaiserreichs. Unser Auftrag ist es, dem Kaiser zu dienen, das Gesetz durchzusetzen und die Bürger zu beschützen. Die Tage in Himmelsrand werden finsterer. Und die Armee wird schon bald gefordert werden wie nie zuvor. Aber wir sind wie immer bereit. Okay, gut. Also so, das sieht man wahrscheinlich. Rot ist Kaiservolk. Und blau sind Sturmmäntel, also eher der Osten. Okay, wir haben schon ein bisschen die Mehrheit, habe ich das Gefühl. Ja, werden wir dann sehen. Gut, hier oben vielleicht noch etwas. Hallo? Ist hier jemand? Ah, Zauber, okay. Kuchen. Die Lichtmitte. Aha. Okay. Ja gut, dann gehen wir wieder raus. Wir müssen jetzt dorthin. Ich hoffe, wir finden das. Einen Turm scheinbar. Nebelbanderturm, war das das? Okay, dann müssen wir dorthin. Also beim Hain in der Nähe? Okay. Dann müssen wir wieder zum Hain. Also das war in die andere Richtung, hier. Genau. Okay. Jo, noch mit dem hier reden. Genau hier hoch, stimmt. So. Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Provinzler. Nein, ich bin doch kein Provinzler. So, wie kommt man jetzt hier am besten? Da oben gibt es noch eine Festung, die ich hier mal kurz erkunden noch. Oder ja, das können wir dann beim Rückweg oder so. Oder wenn wir das Haus haben. Genau. Okay. Wie ein schönes Dorf. So, nehmen wir das hier hoch. Okay. Nichts in der Nähe, aber hier haben wir noch. Okay. Drachen. Ein Wappen mit einem Drachen, okay.
Und hier haben wir einen Stein. Wir gehen jetzt mal zum Stein zuerst. Okay, hier haben wir auch noch einen spitzen Berg. Eine Festung im See. Dort drüben, also doch. Ja. Ist das sicher? Es könnten irgendwelche Fische angreifen oder so. Oh. Okay. Kann man hier irgendwas looten? Nicht? Zur Mühle muss... Nein, doch, bei der Mühle sollte doch jemand sein, hat jemand gesagt. Genau. Okay. Nordranken. Also hier runter. Nichts. Okay, aber dort haben wir ein kleines Häuschen drauf. Oh, ein Skelett. Eine Truhe. Gold, 10 Stück. Okay, aber etwas Interessantes haben wir hier nicht. Okay. Eine Muschel. Okay. So. Hier scheint auch nichts. Komisch. Okay, gut, war nicht so gut versteckt. Kann schon sein. Eisenstreitaxt. Oh, ich ertrinke. Nein, Hilfe. So, oh Gott. Eieiei. War aber schnell. Ich habe jetzt gar noch nicht so viel Luft. Muss noch ein bisschen Luft anhalten, trainieren. Ja. Eisenerz müssen wir nicht mitnehmen. So, da lang. Der Fürstinnenstein. Wer unter dem Zeichen der Fürstin steht, stellt Gesundheit und Ausdauer schnell wieder her. Du kannst nur einen Segen eines Zeichens auf einmal haben. Okay. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt so schnell. Wir haben ja auch Heilung. Lieber noch ein bisschen schneller lernen. Jo. Okay, zur Festung und so gehen wir später mal. War nicht da drüben auch noch eine Festung? Vielleicht war das die. Okay. Ich dachte, hier wäre die Festung, aber sie ist hier. Ist auch... okay, das sind so... Mauern oder so. Okay. Ja, je nach Perspektive war sie schon rechts. Festung. Gut, dann schauen wir mal nach dieser Person, ob die hier ist. Ja, ich sah sie jetzt nicht. Ich sehe jetzt hier. Okay. Hallo. Ich suche einen Mann. Was nur sie mit den komischen Augen? Ganz komisch. Sucht ihr Arbeit? Du liebe Zeit, ein Gast. Ein Gast, oh. Okay. Da also ist gut. Nichts.
Also scheinbar nicht diese Mühle, aber sie ist am Fluss, also ja, Flussmündung in den See. Aber es ist nirgendwo jemand anders, sie ist wirklich ganz alleine. Ganz komisch. Ich traue ihr nicht so. Okay, jetzt ist zu hier. Ah nein, sie war ja auch immer zu schon. Ja. Ist hier jemand? Ich finde die Leiche nicht. Könnte etwas Schlimmes passiert sein? Ist sie wahnsinnig? Sie sieht so wahnsinnig aus. Okay. Nach links hinter dem Felsen. Da drauf. Okay, irgendwo hier. Also hinter dem Felsen. Kommt man hier links vorbei oder rechts? Also hier ist der Hain gewesen, genau hinter dem Hain. Oh Gott. Eieiei. Oh, cool. Ist hier jemand? Das Buch irgendwie nicht lesen. Buch suchen, Sack. Tagebuch des Alchemisten. Werde meine Lage hier in der Nähe des Petzhaines aufschlagen. Mich interessiert, was genau ihr verstärktes Wachstum in dieser Gegend verursacht. Heute will ich untersuchen, welche Auswirkungen die Pets und die in der Nähe wachsenden Nierenwurz auf das Fluss abwärts gelegene Ökosystem haben. Okay. Trankmischebeutel, blaue Schmetterlingslüge, Knochenmehl, Vampirstab, okay. Interessant. Honigwabe. Wieso kocht man Honigwabe? Keine Ahnung. Okay. Sonst haben wir hier nichts mehr. Ja gut. Alles, dann gehen wir hier weiter. Suchen mal dieses Banditenlager hier. Okay. Schauen, ob irgendwie die Luft rein ist. Es noch nicht gesehen. Das ist ein Fuchs. Also scheinbar kommen nicht noch mehr. Irgendwas war dort hinten. Ja, da ist jemand am Laufen. Almor wieder? Greifen wir uns immer jetzt an? Seht ihr denn nicht? Mit euch werde ich fertig. Aua. Wo greift er denn an? Da. Okay, wir zünden leider nur den Baumann. Also scheinbar sind jetzt die gegen uns. Also dann greif mal an. Komm schon. So, danke schön. So. Du bist sehr, sehr gut. Hinrichtungsbefehl des Stadthalters. Okay. Direkt mal anschauen. Hä? Und zwar Bücher Hinrichtungsbefehl.
haltet nach einer Person namens Priam der Hofner Ausschau. Als Bretone ist er ein Feind der Talmor, hat Sabotageakte gegen uns verübt und großen Schaden verursacht. Tötet ihn, sobald er gesehen wird. Achtung, Priam der Hofner ist äußerst gefährlich und durchaus in der Lage, sich zu verteidigen. Wir können keine Unterstützung bieten, wenn die örtlichen Autoritäten euch gefangen nehmen. Für den Ruhm des Altmerisbundes, okay. Wir müssen etwas gegen diese Altmeris machen. Das Kaiservolk soll nicht mit diesen zusammenleben. Ja, die könnten wirklich gefährlich werden, wenn sie zusammen sich aushelfen. Ja. Cybertank des Heilers. Elfenrüstung wieder. Okay. Stahlschwert. So. Gut, haben wir die noch zuerst gesehen waren. Ja, hätte natürlich schon schlecht für uns ausgehen können. Der war hinter einem Nadelbaum steckt. Ja. Gut, haben wir immer auch ein Feuerwerk nachher noch. Aber Sven, du bist eine mega gute Hilfe. Ja, das ist eine mega geile Axt. Wie heißt die Nordmanns? Bin immer noch da. Du kannst gleich mal die Elfenrüstung noch nehmen. Eine Stahlstreitaxt, okay. Also, dann möchte ich von dir. Nein. Orkische Bogen kannst du mal auch noch haben. Holzschwert, Stahldolch. Dann die Rüstung. Wenn sie nicht so. Ah, du kannst den Rucksack auch vielleicht sagen. Rüstest du den aus? Ja. Okay, Timer. Sachen kannst du auch noch nehmen. So. Und zwar. Kannst du das ausrüsten? Du hast es ausgerüstet? Okay. Wow, jetzt siehst du aber fesch aus. Nice. Krass. Okay. Machen wir mal Funken wieder. So. Jetzt bist du aber ein fescher Kerl. Cool. Ich husten. Du fällst uns. Okay. Hat uns das uns gesehen irgendwie? Dieses Fenster. Oh Gott. Was ist schon umgefallen? Ein Bier! Yay! Yeah, ich hab ein Bier bekommen. Gekochter Schnutfisch. Granat. Okay, Granatstein. Da hinten ist einer. Ui. Oh. Ha. Ja, da oben. Nein, Mist, falsche Richtung. Oh, wieder ein blödes Versteck. Nein. Ich muss gar nicht das machen. Abgeschlossen, töte den Anführer von Nebelbannerturm. Kehr zu Sidgeil zurück. Sehr schön. Gold, Eisenrüstung, Heldschild, okay. Der war aber gar nicht so schwer. Okay, der ist irgendwo oben. Oh, Granatstein, Amethyst, Granatstein, mehrere Goldstücke und nochmals mit 31 goldenen Goldbeutel. Rolle des Chaos, Kreaturen und Personen bis zur Stufe 12 greifen 60 Sekunden lang jeden in der Nähe an. Kordungan. Okay. So. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Ist der unten? Ist der oben? Da. Okay, lassen wir mal den Verräter nachkämpfen. Ja, so langsam habe ich nicht mehr Lust, so viel Schaden zu bekommen. Das geht wirklich auf
die Schmerzrezeptoren. Ja, lieber ein bisschen vorsichtiger sein. So. Ist der tot? Nicht? Hallo. Da jetzt. Okay, der Pfeil und uns fehlt. Fertig? Okay. Mann, die KI ist manchmal echt dumm. Gut. Oh, ein Zitterbuch. Fortschritte im Schlösserknacken. Wasser unbekannt. Wenn ihr sie nicht lesen könnt, ja, dann könnt ihr sie nicht lesen. Also dann werdet ihr ja nicht erfahren, dass er geschrieben hat, dass ihr nicht lesen könnt. Hm. Ja gut. Da ist eine Truhe. Ich habe eine Truhe gefunden hinter der Treppe. Geheiligter orkischer Bogen. Untote bis zur Stufe 7 fliehen 30 Sekunden lang. Okay. Stahl, Gold, Zauber, Trank der geringen Magiker. Salz. Okay. Bist du noch oben oder bist du abgehauen? Hallo? Er ist nicht davon geflogen. Hm. Eisendolch, Gold, Zimmer, Granatring. Okay. Sehr schön. Der Codex des Malakat. Seltene V-Questung. Niemand schlägt einen Ork. Sonst wird der Ork zum Hulk. Okay. So. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Gut. Ja, freut mich, dass das so gut lief. Eh? Die Quest war gar nicht so schwer. Eher die Talmor davor. Aber okay. Jetzt kommen wir sicher irgendwo zu einer Straße oder einem Weg hier. Ist noch ein Fuchs. Gut, machen Füchse nichts. Wären nämlich arm dran. Lieber arm dran als arm weg. Ja. Ist auch noch irgendwas? Okay. Was machst du? Hallo, nicht abhauen. Ah, eine Falle. Hilf mir, Sven, hilf mir. So, der ist tot. Der andere wird wahrscheinlich auch bald tot sein. Menschenfleisch, okay. Und Pfeife in Sabelak der Illusion. Okay. Und der andere ist hier. Jetzt müssen wir den noch suchen. Suchspiel. Wo ist er? Wo ist er gestorben? Oder ist das eine Illusion gewesen? Kann schon sein. Es kann sein, dass er... Ja, er hat uns irgendwo hier hingeführt und eine Illusion gemacht. Ja. Da ist niemand. Also ich sehe niemanden. Wenn ihr wisst, wo der seid, bitte in die Kommentare schreiben. Aber ich habe irgendwie das jetzt so mitbekommen, dass es eine Illusion war. Okay, interessant, das könnte ich auch einsetzen. Aber ich sehe niemanden. Auch niemanden. Okay. Und der Hund ist auch eine Illusion gewesen? Nein, der
haben wir auch gelootet. Okay. Ah, hier ist noch ein Hund. Woher? Es ist niemand hier sonst. Nur ein komischer Hirsch. Okay. Interessant, was alles passiert. Diese Totenbeschwörer haben hier alles fest im Griff. Eieiei. Ah, hier. Aschehaufen. Dietrich. Also die haben, die sind scheinbar, ja, die zergehen einfach in Asche, die Illusion scheinbar. Okay, interessant. Auch wieder Eisen. Also dann gehen wir hier zu diesem Platz noch kurz. Und dann zu diesem komischen Eingang. Okay, Eis selbst. Wenn ich sonst noch irgendwas hier. Schwaches Gift des langen Leidens. Okay. Tankmischebeutel. Menschenfleisch, verkohltes Käfefell, Wacholderbeeren, Zaubertrank der Heilung. 2920. Eisherbst, Band X. Beschwörung verbessert auf 38. Sehr schön. Und fast 39 sogar. Sehr lange. Ja. Never ending story. Okay. Interesting. Cooles Buch. Schwaches Gift der Furcht. So, da, dann gehen wir wieder zurück nach Falkenring. Gut. Also hier haben wir diese Ruine noch, aber schauen wir nur kurz hin. Eine Höhle hätten wir hier noch. Okay. So, der Ruine am Straßenrand. Hallo. Ist scheinbar niemand drin. Okay, ein Bandit. Irgendwas hat hier jemanden getötet. Komisch. Wir sind einfach ein paar Banditen gestorben. Aus welchem Grund? Wo liegt der Grund begraben? Hallo. Reist zu ihnen am Straßen. Wähle eine Schale am Altar aus. Ah, das ist das jetzt, okay. System. Eichen. So, dann wählen wir mal aus. So, zuerst mal die Truhe öffnen. Eisensteinkörper 16 Gold nehmen wir mit. So. Also, Altar des Nichts. Altar der Macht. Altar des Reichtums. Also wir brauchen entweder Reichtum. Wir brauchen nicht Macht. Wir brauchen nichts. Wir wollen nichts. Ich hoffe, das ist die richtige Wahl, weil ja, wenn ihr die Auswahl habt zwischen zwei Sachen und nichts, dann nehmt ihr natürlich nichts, oder? Abgeschlossen, kehre in die Stadt zurück. In welche Stadt? K.
Okay, in welche Stadt? Weißlauf. Es tut mir einfach so im Kopf herumschwirren, dass das eine gute Idee ist, wenn wir einfach nichts wählen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir schon so ein bisschen darüber gestritten, ob ich jetzt wirklich nichts wählen soll. Aber eben, wir brauchen es nicht. Also, es könnte ja etwas passieren. Oder? Es muss ja nicht heißen, dass ihr dann wirklich Geld bekommt. Vielleicht bekommt ihr auch Armut. Also ihr verliert Geld oder so. Okay. Cooler See. Das ist einfach so eine Pfütze. Oh. Was ist denn das für eine Tür? Schwarze Tür. Okay, aktivieren. Was ist die Musik des Lebens? Die Musik des Lebens. Die Laute, nein, Trommeln, Schreien. Ein Chor. Eine Art Chor mit Gesang. Oh je. Schreien. Eine Art Chor mit Gesang. Ihr seid unwürdig. Okay. Wie kam man dann rein? Was ist die Musik des Lebens? Wir nehmen jetzt das die richtige Antwort mal nicht. Also lasst euch überraschen, was es ist. Wahrscheinlich wisst ihr es natürlich schon. Aber das machen wir jetzt gerade im Moment noch nicht. Weil wir ja Necromancer werden wollten. Also vor allem die Akademie mal machen wollen zuerst. Aber ihr könnt jetzt schon denken, was es ist. Ihr habt schon davon gehört in einem der Parts. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Die machen wir dann später. Also die kommt noch, gell? Und ich freue mich schon riesig drauf. Also ich werde es vielleicht sogar als nächstes dann machen. Gut. Dann sind wir hier wieder zurück in Falkenring. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir werden im nächsten Part dann mit Sidgeier reden und uns... Okay. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay, danke. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Wir sehen uns aus dem Tempel von Kynaret. Okay. Nur kurz gucken, was wir dann lesen müssen. Einrichtungsbefehl des Statthalters. Ah, das ist das mit dem Talmer. Hier, Notiz aus dem Tempel von Kynaret. Ja, wir können es jetzt schon mal lesen, kurz. Ich bin der Fürmann, der dich nach Riesenzahn bringt. An alle Abenteurer, ich bitte euch Kynars Gunst im Tausch gegen eure Hilfe an. Im Tempel von Kynaret befindet sich ein schwerkranker Mann in meiner Obhut. Stürme der Ataxie haben seine Knochen geschwächt und ich fürchte, dass ihr schwachen Schauer auch sein Leben fortspülen werden. Okay, er benötigt eine spezielle Suppe. Zubereitet aus der Frucht des Eisenholzbaumes, verkohltem Käferfell und Salz. Leider gibt es die ernst überall in den Wäldern Himmelsrand wachsenden Eisenholzbäume mittlerweile nicht mehr. Außerdem hat sich der Import der Frucht aus dem Obstgarten im Süden aufgrund von Banditen befallen und Embargos wegen des Krieges als schwierig erwiesen. Unser erster Versuch, die Zutat zu erhalten, schlug fehl. Da das Fieber des Mannes fortschreitet, fürchte ich, dass ich eine zweite angefordene Lieferung viel zu spät eintreffen dürfte. Von der Fairmanen habe ich jedoch gehört, dass ein Eisenholzbaum auf einer Insel im Norden namens Riesenzahn wächst. Allerdings kann ich aufgrund meiner Pflichten den Tempel nicht verlassen. Sollte jedoch die Winde Kynarets zufällig eine Frucht dieses Baumes in einem Laden
Wehen, bringt sie bitte so bald wie möglich nach Weißlauf. Das Leben eines Mons hängt davon ab. Akolit Alren. Okay. Gut, da müssen wir gleich mal kurz noch auf die Map schauen. Erkunde die Bahnakademie. Krieg des ersten Rates. Keine Ahnung. Und such den Posten des Verräters. Keine Ahnung, wo die Quest hinführt. Ja. Okay. Finde Kinder als heiligen Banditenlager. Besorge die Rüstung aus der Hütte. Aha. Okay, dann ja. Schauen wir irgendwann mal danach in den nächsten Parts. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge und so habt, dann bitte in die Kommentare. Ich weiß, dass ich momentan wegen den Kopfschmerzen und so auch Augenschmerzen jetzt nicht unbedingt so gut eben alles machen kann. Aber ich werde schauen, ich werde mir ein bisschen Gedanken machen bis zum nächsten Part, was ich noch verbessern könnte. Das richtige, also wirklich intensive Rundspiel geht dann weiter mit der Freundin. Ich weiß, welche ich nehmen soll. Sie wird nicht oft genommen, weil die meiste Zeit wird eine andere genommen, die ich mir nicht so gefällt. Und ja, ist ja auch nicht aufgetaucht, ist scheinbar. Okay. Jo, sieht sehr schön aus, wirklich wunderschön hier in Falkenau. Ja, ich freue mich, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in den nächsten Parts. Tschüss!